Wie lange ist das her? Mein Verschlüsselungszauber hat dafür gesorgt, dass keiner seine neugierige Nase in die Schriften stecken kann. Sobald er aufgehoben ist, kann aber jeder darin lesen. Ich hoffe allerdings, ihr vergesst nicht, dass darin nur die Theorie beschrieben steht. Ihr braucht jede Menge Äther. Wie wollt ihr den beschaffen? Darauf hat uns Cid schon hingewiesen. Auch wenn wir unser Schiff mit Kristallen vollladen, wird es bei weitem nicht reichen. Mit einem Aurazithen und dem Ätherextraktor könnte es vielleicht gehen, aber... Aber wo die sind, weiß nur Minfilia, und wir haben keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Und auch Munbrida ist nicht mehr bei uns. Äther, die Quelle aller Magie. Quelle der Magie? Aber ja, das ist es! Das Auge des Drachen. Die sieben hohen Drachen existieren seit tausenden von Jahren. Und über all diese Zeit haben sie stetig Äther in sich konzentriert. In ihren Augen, der Quelle ihrer Magie. Aber können wir uns diese Kraft so einfach nutzbar machen? Das gelänge doch wohl nur einem Drachen selbst. Oder jemandem, der mit ihr genauso vertraut ist. Dem Azur-Drachenreiter. Unser Plan nimmt ja langsam Gestalt an. Dann lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Stola? Warte noch. Was ist mit deinen Augen, Kind? Wann ist denn das passiert? Ah, du hast es bemerkt. Seit ich nach dem Teleportzauber im Ätherstrom herumgeirrt bin, ist meine Sicht ganz anders. Teleportzauber? Etwa ein Antiker? Dummerchen, wie oft hab ich dir gesagt, lass die Finger von der verbotenen Magie. Aber ich musste es tun. Minfilias Leben stand auf dem Spiel und das Schicksal Eoseas. Außerdem konnte ich so in den Ätherbahnen umherwandern. So eine Erfahrung macht man doch wirklich nicht alle Tage. Erfahrung, papalapap. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, wie viel Kraft es braucht, nur durch das Fühlen der Ätherschwingungen zu sehen. Pass auf dich auf, hörst du? Ja, Matoya. Danke für alles.